Guten Morgen, meine Leute. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht es um einen Oni, also sprich ein asiatischer Dämon, schätze ich. Der sieht folgendermaßen aus. Das ist hier so dieses Modell mit dem Speer. So, kommt er dann hin. Der hat hier so eine Flammenhand. Das ist eben so, wie gesagt, ein asiatischer Dämon. Den, ich habe mir mal schlau gemacht im Netz, wie so ein Oni aussieht und so, und habe den jetzt meistens in zwei verschiedenen Farben gesehen, einmal in Rot und einmal in Blau. Das ist auch wieder ein Kundenauftrag und der Kunde möchte das gerne in Blau haben. Also werden wir den jetzt schön bläulich anmalen und wir beginnen hier. Ton stimmt, gell? Ja. Und wir beginnen hier das gesamte Modell mit Contrastfarben zu bemalen, und zwar hauptsächlich mit dem Blau. Ich habe ja schon in anderen Videos erzählt, dass ich Contrastfarben nicht so sehr mag, außer es geht um organische Oberflächen. Was wir jetzt hier haben, wir haben hier nämlich wahnsinnig viel Muskeln und da ist diese Contrastfarbe recht gut. So, jetzt schmieren wir erstmal das ganze Ding mit der blauen Farbe ein. Da brauche ich meinen Pinsel. Und dann alles, was jetzt Fleisch ist, beziehungsweise Muskeln und Haut ist, das malen wir jetzt mit der Contrastfarbe. Da habe ich schon mal einen guten Untergrund. Also ich habe diese ganze Figur, die habe ich aus dem Netz besorgt. Ich meine, im Internet gibt es wahnsinnig tolle Künstler, die diese Figuren kreieren. Und die sind auch nicht teuer. Also günstiger, als wenn man sie irgendwie im Laden kauft. Okay, man braucht natürlich einen 3D-Drucker dafür. In dem Fall halt einen Resin-Drucker, damit die Feinheiten schön rauskommen. Ja, sowas habe ich halt. Und deswegen drucke ich diese Figuren auch sehr gerne immer. Ich habe dann anschließend diese Figur gereinigt. Die Figur gereinigt und dann getrocknet, ausgehärtet. Und am Schluss dann mit weißer Grundierfarbe angemalt. Warum weiße Grundierfarbe? Man kann ja die Figuren oder man sollte die Figuren entweder in weiß oder in schwarz grundieren. Es gibt zwar noch andere Farben, das ist dann, gerade so, wenn ich große Objekte habe oder sowas, kann ich da eine farbliche Grundierung hin tun. Aber bei diesen kleineren Figuren nimmt man meistens immer weiß oder schwarz her. So, warum weiß oder schwarz? Und zwar, wenn ich die Figur schwarz grundiere und ich trage dann die Farbe auf, hat die Farbe ja als Untergrund, als Basis eine sehr dunkle Farbe, eben das Schwarz. Und dadurch kommt dann die Leuchtkraft der Farbe natürlich nicht so stark raus. Es gibt viele Figuren, wo ich genau diesen Effekt erzeugen will, und zwar immer dann, wenn diese Figur düster und gefährlich aussehen will. Da ist schwarze Grundierung echt super. Wenn ich aber gerne möchte, dass diese Figur, also die Farbe heller und strahlender ist, dann nehme ich eine weiße Grundierung her. Also es kommt immer darauf an, was ich für einen Effekt bei dieser Figur erzeugen möchte. Ob diese Figur jetzt leuchten soll, leuchten Gänsefüßchen halt, also schöne kräftige Farben haben soll, oder ob diese Figur sehr düster und gefährlich wirken soll. In dem Fall, klar, es ist ein Dämon, der gefährlich ist. Ich möchte den aber gerne in hellen Farben machen, weil der eben in Blau gemacht werden soll. Und dann kommt natürlich die blaue Farbe richtig schön raus, wenn ich die weiß grundiere. Es gibt dann noch andere Möglichkeiten, was man machen kann. Das ist zum Beispiel schon in der Grundierung Highlights setzen. Das heißt zum Beispiel, dass ich diese Figur schwarz grundiere oder zum Beispiel auch in einem sehr dunklen Grau, dass ich die grundiere und dann zenital weiß rüberspray. Zenital bedeutet jetzt im Prinzip, wenn ich diese ganze Figur jetzt schwarz grundiert habe, dass ich im Prinzip von einer
nur von einer Seite mit dem weißen Spray rübergehe. Dadurch erzeuge ich an diesen Stellen, wo eben das Spray hinkommt, das wäre jetzt im Prinzip hier oder eben diese Seite, erzeuge ich einen hellen Nebel. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier diese blaue Farbe auftragen würde, dann würde natürlich diese blaue Farbe in den Bereichen, wo die weiße Grundierung nicht hingekommen ist, würde natürlich dann dunkler strahlen als in den Bereichen, wo die weiße Farbe hingekommen ist. Damit kann ich noch gewisse Effekte erzeugen, was eigentlich so nicht schlecht ist. So, jetzt haben wir den mal so weit blau grundiert. Dann haben wir nämlich schon mal eine schöne Basis, um das Blaue aufzuarbeiten. Ich habe nämlich vor, dieses Blau sehr kühl zu machen, fast wie Eis. Also sprich, ich werde mit hellblauen Farben das Ganze nach oben ausarbeiten. So, jetzt müssen wir den erstmal trocken lassen. Jetzt haben wir hier aber noch das Schwert. Da ist ja noch seine Hand dran. Die muss natürlich auch blau gemacht werden. Wenn ihr jetzt bei gewissen Teilen übermalt, dann ist es kein Problem, weil dieses ganze Modell, also es ist ja bloß diese Grundfarbe der Haut. Und später würden ja zum Beispiel jetzt hier beim Stab wird ja nochmal übermalt und dann sieht man das Blau nicht. So. Als Grundfarbe finde ich das jetzt echt nicht schlecht. Das schaut richtig gut aus. Halt, ich habe was vergessen. Ich brauche noch ein Abwischtuch für meine Farbe. Saubermachtuch für meinen Pinsel beim Auswaschen. So. Und ihr seht jetzt hier schon bei dieser Contrast-Farbe, ich hoffe, das kommt im Video gut raus, dass eben in Vertiefungen sich diese Farbe sammelt und dunkler wird und dann an den erhabenen Stellen, also jetzt hier sieht man zum Beispiel, hier ist so eine Muskelstrang, da wird es dunkler und an den erhabenen Stellen ist es etwas heller. Und genau das erzeugt ja diese Contrast-Farbe, dass jetzt hier, also am Rücken, da sieht man es ganz, ganz gut, dass hier diese einzelnen Muskelstränge einzeln rauskommen. Hat jetzt in dem Fall einen Vorteil, dass ich dieses ganze Modell nicht mehr tuschen muss. Und das ist auch das, was ich immer sage bei den Contrast-Farben. Für organische Oberflächen, muskulöse Haut, Felle, Tiere oder sowas, ist es echt eine super Farbe. Aber wer gestern zum Beispiel zugesehen hat bei der Medusa mit der Haut, die ja sehr glatt ist, die ja eigentlich keine Muskeln hat, ist Contrast-Farbe einfach nicht geeignet dafür. Also das ist was, das ist echt eine super Farbe, wenn sehr viel Struktur in dieser Oberfläche drin ist. Ansonsten finde ich es persönlich jetzt nicht so gut. So, ich werde jetzt mal trocken föhnen. Hat eingesteckt. So, es ist angewärmt, es trocknet jetzt langsam. Ich nutze jetzt mal kurz die Zeit, mache eine ganz kleine Pause. Ich mache mir jetzt nur schnell einen Kaffee, damit ich hier einen Kaffee habe. In der Zeit kann es trocknen. Also, ich sag mal 5 Minuten, dann bin ich gleich wieder da, gell? Und dann geht's los mit der Hautbemalung. Bleibt dran, ich weiß, kurzer Stream und schon wieder die erste Pause. Ich brauche meinen Kaffee und das muss sowieso trocknen, gell? Also, bis gleich.
So, bin wieder da. Kaffee ging ja jetzt schnell. Wie schaut's aus mit der Trockenheit? Ja, braucht noch ein bisschen, ist noch nicht ganz trocken, aber das kriegen wir schon hin. So. Ja, erstmal Kaffee. Ja. Ich hoffe, ihr kommt zurzeit klar mit der Hitze, die wir ja zurzeit haben. Ich merke es bei mir teilweise auf der Farbpalette, dass die, obwohl ich eine Nasspalette habe, dass die Farben echt teilweise ein bisschen austrocknen. Ich muss die dann auch immer wieder neu befeuchten. Also ich habe gestern meine Palette raufgetan und heute habe ich die schon mal ein bisschen, also die war noch feucht, aber ich habe es heute noch ein bisschen nachfeuchten müssen. Also die Hitze, die saugt mir auch hier bei meiner Nasspalette die Farbe. Die Feuchtigkeit raus. Übrigens, wer gestern mitgeschaut hat, ich habe bei meiner Nasspalette ja ein neues Papier ausprobiert, dieses Membranpapier, wo man nach dem Arbeiten die Farbe einfach aus dem Papier herauswaschen kann. Hat sehr gut funktioniert, seht ihr hier. Also das ist noch immer das Papier von gestern. Klar, ein paar kleine Farbflecken hat man noch drinne. Aber das ist zu verschmerzen. Aber die ganze Farbpalette ist von den Farben von gestern eigentlich total frei. Und doch, ist echt super. So, dann fangen wir mal an mit der Figur. Jetzt schaue ich mal, was habe ich hier so für Farben. Also ich könnte die Farbe hernehmen, ich könnte die Farbe hernehmen und ich könnte die Farbe hernehmen, um die Haut aufzubauen. Ich glaube, das schaut recht gut aus. Dann wird es eine helle Figur. Und ich fange jetzt einfach mal an hier mit meinem Blau. Und da male ich jetzt im Prinzip die einzelnen Muskelfasern. Male ich jetzt einfach über. Dazu brauche ich meine Lulu-Lupe. So. Ton passt, Kamera passt. Ja, ich habe in letzter Zeit etwas Probleme gehabt mit Ton wieder anschalten bzw. die Kamera umschalten. Gott sei Dank habe ich doch eine kleine Community hier, die beim Chatten mir immer hinweist, du Norbert, du pass mal auf, schalt mal deine Kamera ab. Dafür danke ich euch noch recht herzlich übrigens. Gell? Okay, fangen wir einfach mal an. Ja, mit der blauen Farbe, die ich mir flüssiger anrühre, also sehr dünn. Und dann geht's einfach mal los. Ich fange jetzt hier einfach mal beim Oberschenkel an und mal nochmal diesen Oberschenkel. Das ist ja fast die gleiche Farbe. Male ich nochmal über. Warum? Wenn die gleiche Farbe nochmal. Ein leichter Nachteil bei Contrastfarben ist, dass die auf glatten Flächen fleckig austrocknet. Und mit dem kann ich jetzt hier wunderbar eine schöne glatte Oberfläche erzeugen. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich diese Vertiefungen nicht übermale. Aber ich habe hier im Prinzip, kann ich jetzt wunderbar, sehe ich, also diese Figur, die ist jetzt echt vom Muskeln her schön strukturiert. Da hast du schon wirklich jeden einzelnen Muskel, sieht man da. Und da kann man natürlich jetzt auch wunderschön mit dem Pinsel malen. Wie gesagt, man soll halt aufpassen, dass man nicht in die Vertiefungen reinkommt. Aber das ist hier echt kein Problem, weil die so muskulös ist. Dadurch hat sie auch sehr viel Tiefe. Und ja, lässt sich echt super bemalen hier doch. Also echt eine tolle Figur. Der mir den Auftrag hier gegeben hat, der hat schon diese Figur sich ausgesucht. Ich habe sie dann downgeloadet und ausgedruckt. Der hat sich hier echt eine super Figur ausgesucht, so von Anfang. Echt toll zu bemalen. Siehst du, sowas mag ich, wenn am Anfang des Malens du schon herausfindest, boah, das ist eine Figur, die macht richtig Spaß zu bemalen. Das sehe ich jetzt schon, dass die Spaß macht zu bemalen. Vor allem ist es immer gut,
wenn ich einen Auftrag habe und der Kunde mir kreativ freie Hand lässt. In dem Fall hat er halt jetzt gesagt, du pass auf, der soll eine blaue Haut haben. Da ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Aber der Rest, da lässt er mir freie Hand. Also wie soll es die Kleidung sein oder sowas? Ich muss auch sagen, dass derjenige ein Stammkunde von mir ist und der hat sehr viel Vertrauen, setzt sehr viel Vertrauen in mich, dass ja, dass ich die Figuren gut bemale und zwar auch von den Farben her, dass da gute Farben drin sind. Das ehrt mich natürlich und dann macht es natürlich noch mehr Spaß, wenn du hier frei hantieren kannst. Mit den Farbgebungen mache ich es meistens dann immer so. Entweder ich lasse mich wirklich komplett inspirieren durch meine Fantasie. Aber wenn ich zum Beispiel so eine Figur habe wie jetzt hier dieser Uni, dann mache ich mich mal im Netz immer schlau nach so alten chinesischen oder japanischen, ich weiß nicht, ob das chinesisch oder japanisch ist, nach Bildern und schau mal, wie malen die diese Figur, also mit welcher Kleidung haben die und sowas. Und davon lasse ich mich dann meistens inspirieren. So dass ich die Figur so reell wie möglich darstellen kann. Reell in Gänsefüßchen gibt es natürlich nicht, aber eben in der Mythologie, der asiatischen Mythologie, gibt es dieses Tier und davon gibt es Zeichnungen und so. Und wenn ich mich nach diesen Zeichnungen dann richte, dann wirkt das Ganze natürlich realer, weil es eben von dem Zeichnungen gibt. Hier ist Muskeln. Die hat richtig kräftige Muskeln, also das ist echt super zu bemalen. Tolle Figur. Boah, die macht Spaß. Ich weiß, ich habe sie ja auch schon mal bei eurem Malen so dieses Gefühl gehabt, dass ihr zum Beispiel eine Figur hattet, die euch eigentlich gefallen hat, aber irgendwie beim Malen hat euch die genervt. Und zwar jetzt nicht positiv genervt, so, oh, war auch schwierig zu bemalen, sondern einfach so, oh nee, also eigentlich hätte ich gar keine Lust, diese Figur zu bemalen. Die schaut zwar gut aus, aber zum Bemalen, boah, nee. Und die euch diesbezüglich nervt. Habt ihr sowas auch schon mal gehabt? Also sowas passiert bei mir auch hier und da mal, wo ich eine Figur habe, teilweise auch am Auftrag, wo ich sage, die liegt mir ja überhaupt nicht. Die macht keinen Spaß zu bemalen. Sie schaut zwar gut aus, aber irgendwie macht die überhaupt keinen Spaß zu bemalen oder sowas. So, dann haben wir den Arm. Wie gesagt, ich mache die Farbe flüssiger. Erstens lässt sie sich leichter bemalen. Also die Figur lässt sich leichter malen. Und ich habe dann auch einen smoothen Übergang zwischen den dunklen Übergängen und eben dem hellen. Hand. Ja,
Hat hier so einen Flammenball in der Hand. Sieht aber geil aus. Dann haben wir hier noch den Kopf. Und die Öhrchen. Die kleinen Öhrchen. Der hat auch abgesägte Hörner. Erinnert mich ein bisschen an Hellboy. Bei dem Gesicht werde ich mich dann nachher nochmal ein bisschen online informieren. Das kann ich machen, wenn ich mal eine Pause mache. Wie der so gemalt wird. So. Okay. Dann haben wir den. Und dann machen wir hier noch die Hand. So, dann haben wir diesen einen. Und jetzt bauen wir uns natürlich die Haut auf. Jetzt nehmen wir ein helleres Blau. Wieder Wasser. Jetzt will es alles flüssiger werden. Und hier versuche ich jetzt so nur die oberen Schichten ein bisschen zu bemalen. Da werde ich höchstwahrscheinlich zwei, dreimal rübergehen müssen, damit die so einigermaßen deckt. Aber dadurch, dass die flüssiger angerührt ist, macht die eigentlich einen schönen, smoothen Übergang. Und da male ich auch nicht den ganzen Muskel an, sondern ich schaue, von wo kommt das Licht. Und dementsprechend male ich auch bloß diese Teile an. Somit erzeuge ich einen starken dreidimensionalen Effekt. Also ich gehe davon aus, dass das Licht von oben kommt. Und das ist ja das, was ich haben möchte. Da kann es eben sein, dass man hier öfters rübergehen muss, damit man eben einen schönen Übergang hat. Also sieht man schon den Unterschied zwischen linken und rechten Bein, dass das Bein hier jetzt schon etwas heller ist. Und ich male halt in leichten Strichen. Und zwar immer so, wie die Muskelfaser läuft. Und bei der Farbe ist es so, da braucht ihr euch auch keine Angst zu machen. Wenn ihr die Farbe auftragt, dann wirkt erstmal die Farbe sehr hell. Und wenn die dann ausgetrocknet ist, dann dunkelt die etwas nach. Also ihr braucht es da keine Angst zu haben, oh, das ist zu hell oder sowas. Die Farbe, die dunkelt nach, wenn sie austrocknet. Und deswegen hast du dann auch einen smoothen Übergang.
Also wie gesagt, ich male hier wirklich sehr flüssig. Hinten. Auch so einen schönen Übergang. Also ich empfehle euch, macht es wirklich auch flüssig, die Farbe, und tragt es lieber fünfmal die gleiche Farbe auf. Aber ihr habt es dann wirklich einen schönen, sanften Übergang zwischen den verschiedenen Farbschichten. Weil wenn ich jetzt hier mit der Farbe unverdünnt komplett rübergehe, dann würde genau in den Übergängen, wo der Strich aufhört, du hättest so einen krassen Übergang. Was nicht gerade gut ist. So, dann kümmern wir uns um die Brustmuskeln. Und hier ziehe ich auch nicht die Farbe, sondern ich stipp die Farbe mehr und versuche dann mit der Pinselspitze die einzelnen Tropfen, die ich jetzt im Prinzip da drauf setze, dann miteinander zu verbinden. Ausfedern nennt man das, falls ihr mal diesen Begriff gehört habt, dass man Farbe ausfedert. Also ich gebe Tropfen drauf. Ich gebe Tropfen drauf, ganz kleine, und die ziehe ich mir dann ineinander über. Und wie gesagt, damit hat man dann wunderbar Kontrolle über die Farbe und kann die Farbe dann dahin schieben, wo man es braucht. Wie gesagt, in dem Fall ist es ja mehr von oben immer. Also brauche ich im Prinzip an der Oberseite des Muskelns mehr Farbe als an der Unterseite. Und da kann ich mir eben diese Farbe wunderbar hinziehen. Das wird richtig gut, wird das. Das Gesicht mache ich dann zum Schluss. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die ganzen Arme, Armmuskeln und sowas, weil beim Gesicht nehmen wir eine leicht andere Technik her. Dann haben wir mal den ersten Arm hier. Rücken machen wir dann auch gleich. Dann kümmern wir uns hier um den zweiten Arm. Also ich muss mal wirklich sehr konzentriert arbeiten, dass man die Farbe auch dann schön vermischen kann, damit man wenig Flecken erzeugt. Wie gesagt, du musst dann nochmal ein zweites oder drittes Mal rüber, weil beim ersten Mal malen wirst du immer Flecken drinnen haben. Das kannst du gar nicht verhindern.
Aber dadurch, dass die Farbe so dünn ist, wenn die austrocknen, siehst du es nicht. Und deswegen gehst du auch dann noch ein zweites und drittes Mal rüber. Um einfach dann auch diese Flecken zu übermalen. Und dann haut es wunderbar hin. Ich hoffe, das kommt in der Kamera einigermaßen rüber. Ich hätte gerne eine andere Kamera, womit ich eben Makroaufnahmen besser machen kann, aber das braucht noch. Die Kameras sind nicht gerade billig, aber früher oder später wird die irgendwann mal kommen. Und dann habe ich hier nämlich gestochen scharfe Bilder, auch im Nahen. Im Makrobereich. Wasser. Jetzt gehe ich eben noch mal über die Farben drüber, um eben gewisse Flecken oder Sachen, die halt noch nicht so gut wirken, nochmal zu übermalen. Und versuche hier natürlich auch wieder mehr dieses Highlight zu betonen. Die Figur wird dann am Schluss auch noch hier mit dem ganz hellen Blau. Da werden dann wirklich nur die obersten Teile des Muskels bemalt. Und dadurch kriegt dann der Muskelfaser auch mehr Tiefe. Aber ihr habt zum Beispiel gesehen, dass ich hier unten diese Muskeln eigentlich kaum bemalt habe. Ja, weil die eben etwas dunkler sind. Weil die ja mehr im Schatten liegen. Aber hier der Buckel, da scheint die Sonne voll drauf, beziehungsweise nicht die Sonne, sondern das Licht scheint da voll drauf. Also brauche ich da auch hellere Muskelstränge. Kommt jetzt hier eben. Schulter oder der Rückenmuskel. Also oben viel Farbe und unten wenig Farbe. Deswegen male ich jetzt hier im Prinzip den Strang hier so an und ziehe mir die Farbe dann nach unten. So. Jetzt auch wieder, wie schaut es aus? Doppelt Farbe auf, um die Flecken zu kaschieren. Kommt jetzt eben, die Muskeln kommen richtig gut raus jetzt. Jetzt schauen wir natürlich, dass wir das farblich alles angleichen.
von der Helligkeit her. So, und dann geht es langsam ins Gesicht rein. Gut. Dann kommt jetzt hier Kopf, der natürlich oben am meisten Farbe hat, weil da das Licht hinkommt. Und nach unten hin immer weniger. Hier die Wangenknochen. Nase. Na gut aus. Jetzt brauchen wir noch den Speer. Bei dem Speer muss ich natürlich jetzt auch aufpassen. Wie hält er den Speer? Hält er den Speer so, muss ich bei der Hand auf der Seite heller werden als auf der Seite. Hält er den Speer so, dann muss er natürlich hier heller sein als auf der Unterseite. Er kann ja auch den Speer so halten. Okay, schaut jetzt doof aus, aber dann wäre es auf der Unterseite mehr Farbe. Also es kommt jetzt immer darauf an, wie er jetzt diesen Speer hält. Und dementsprechend müssen wir natürlich jetzt die helle oder mehr helle Farbe oben auftragen. Und nach unten hin immer ein bisschen dunkler werden. Also immer ein bisschen weniger Farbe. Haben wir hier noch mal mit der Hand hier. Das ist nämlich das Gleiche. So. Ja, schaut echt nicht schlecht aus bis jetzt. Da werden wir noch beim Fuß ein bisschen was machen müssen. Also Haut malen, egal in welcher Farbe, ist immer extrem aufwendig, weil man will ja natürlich einen schönen, sanften Übergang bei den einzelnen Hautschichten haben. Und das ist echt extrem aufwendig, Haut zu bemalen. So. Dann haben wir unser Hellblau weg und jetzt machen wir eben so einen, ja, Sky Blue nennt sich das. Und damit werden wir jetzt im Prinzip nur wirklich die oberen Seiten der Muskel machen. Und da brauchen wir auch wieder sehr dünne Farbe, damit ich eben diesen schönen, sanften Übergang habe. Da fange ich wieder mit dem Oberschenkel an. Und hier trage ich wirklich ganz wenig Farbe bloß auf. Und zwar auch nur dort, wo auch wirklich das Licht hinkommt. Dazu blicke ich die Figur von einer Seite an und alles das, was ich sehe, wird jetzt im Prinzip bemalt. Und das natürlich auch so dünn wie möglich, ist klar.
bin ich hier mit purem Wasser hingegangen, um einfach die flüssige oder noch flüssigere Farbe schön zu verteilen. Das gleiche natürlich jetzt auf dem anderen Fuß. So. Das kommt richtig gut jetzt. Genau so möchte ich es haben. So schaut es gut aus. Ich habe sanfte Übergänge. So will ich das haben. So. Und hier jetzt auch. Nehme wieder nur Wasser. Und macht den Übergang sanfter. Dann hier Schlüsselbein. Dann haben wir hier die Oberseite von der Schulterkugel. Also hier arbeite ich jetzt erst mit verdünnter Farbe, um anschließend mit purem Wasser dann das Ganze schön sanft ineinander reinzuziehen. Damit ich eben, wie gesagt, diesen sanften Übergang habe. Ich benutze jetzt hier keinen Verdünner, sondern wirklich nur Wasser, weil das Problem beim Verdünner wäre, dass er die Pigmentdichte aufrecht erhält. Und genau das ist das, was ich nicht haben möchte. Ich möchte, dass durch dieses Wasser die Pigmentdichte aufgebrochen wird. Weil dadurch wird auch das Modell dann durchsichtiger, also die Farbe durchsichtiger, wenn sie ausgetrocknet ist. Und man kann sanftere Übergänge machen damit. Also das ist jetzt wirklich dieses Ausfedern, was ich hier mache. Und das ist echt eine nervige Arbeit. Was heißt nervig? Nein, es ist eine langwierige Arbeit, weil du natürlich versuchen willst, schöne, sanfte Übergänge zu erzeugen. Aber wie gesagt, mit diesem Tipp hier, flüssige Farbe oben auftragen, um dann mit Wasser im Prinzip die ganze Farbe runterzuziehen, auszufedern, das klappt eigentlich recht gut.
Gleich. Ja. Gut. Dann hätten wir das soweit. Ja. Dann hätten wir das soweit. Ich hoffe, dass die Kamera jetzt mal etwas scharf stellt. Ah, sieht man es? Also wir haben jetzt hier echt ein sehr helles Modell mit dem Blau. Die Haut wäre jetzt soweit fertig. Ich werde jetzt diese ganze Haut mit dem Schutzlack versehen. Einfach aus dem Grund, damit wir diese Farbe nicht versehentlich beim weiteren Bemalen irgendwie abreiben. Oder sollten wir daneben malen auf die Haut rauf, was ja schlecht ist, kann man die dann wieder wegwischen. Ohne dass die Hautfarbe dann Schaden nimmt. Sollte die Farbe allerdings dann festgetrocknet sein, kann man ja noch immer mit der Zwischenfarbe nochmal kurz drüber gehen und dann auch ausfedern. Aber das ist kein Problem. So, ich mache jetzt eine kurze Pause. War jetzt sehr anstrengend. Wie gesagt, ich mache jetzt erstmal einen Schutzlack drauf und der soll dann trocknen und wir machen so lange Pause. Ja? Okay, bleibt dran.
So, weiter geht's jetzt mit unseren Oni. Der ist jetzt schön mit Schutzlack versehen. Ich habe mich jetzt mal kurz im Netz schlau gemacht, wie jetzt diese Farbgebung ist von den Klamotten und so. Was ich jetzt herausgefunden habe, ist, dass der Oni, der muss irgendwie ein Dämon sein, der irgendwie in der Natur ist. Also sprich, werden wir viele Brauntöne hernehmen, um den zu machen. Den Stoff weiß ich noch nicht. Ich hätte mir eventuell gedacht, dass ich den in einen dunklen Rot mache, einfach als Kontrast. Solltet ihr mal Probleme haben mit Farbgebungen oder sowas, kann ich euch empfehlen, besorgt euch hier so eine Farbscheibe. Die hilft manchmal, wenn man wirklich Probleme hat, herauszufinden, welche Farben zusammenpassen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, dass wir hier dieses Blau haben, dann gibt es hier so eine Scheibe, die man drehen kann. Dieser blaue Pfeil sagt jetzt, was ist eigentlich so diese Komplementärfarbe, die wirklich krass gegeneinander stehen. Beziehungsweise wenn ich jetzt diesen gelbe Dreieck nehme, das sind diese gebrochenen Komplementärfarben, die dazu passen, aber noch harmonisieren. Und das ist natürlich dann dieser Dreiklang. Das sind immer die drei Farben, die sich im Dreiklang gegenüberstehen. In unserem Fall, jetzt habe ich Blau und wenn ich jetzt den hier auf diesen Blaugrün, komme ich immer hier in dieses Rot hinein. Also nicht in dieses Magenta, sondern Rot, Orange, Orange oder sowas. Also wäre das für diese Figur ein guter Kontrast, um das viele Blau, was ich habe, aufzubrechen. Deswegen werde ich dieses Rot machen. Ich werde aber dieses Rot sehr dunkel machen. Hier oben, das werde ich wahrscheinlich in Braun machen. Braun ist auch wieder eine Farbe, was eher ins Rot oder Orange reingeht. Und somit kann ich diese ganze Figur wunderbar aufbrechen. Und ich habe ein interessantes Farbschema. Also fangen wir mal an mit dem Stoff, mit dem Rot. Wie gesagt, ich will gerne ein dunkles Rot haben. Da muss ich mir jetzt schauen, was ich hier für ein dunkles Rot habe. Ja, dann nehme ich halt hier das hier her. Und damit mache ich jetzt im Prinzip den Stoff. Wasser habe ich noch hier. Ja, ein bisschen zu wenig Wasser. Hier. So, und damit male ich jetzt im Prinzip hier den kompletten Stoff an. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich hier nicht auf das Blau komme. Ist klar. Wie gesagt, mit flüssigerer Farbe habe ich einfach mehr Kontrolle. Ich soll, wie gesagt, jetzt bloß aufpassen, dass ich nicht an dieses Blau rankomme. Der Stoff wird gehalten durch ein Seil. Das machen wir natürlich dann auch anders. Aber ich male jetzt im Prinzip erstmal hier alles rot an. Und später gehe ich mit der Tusche rüber. Und dann sehe ich, wo welches Element ist. Also was ist Stoff, was ist, ich weiß es nicht, der hat hier so, ich schätze, Schädel sind das, Knochenschädel oder sowas. Sind dann dran, aber die sehe ich dann alle, wenn ich die Tusche aufgetragen habe. Weil dann auch, wie bei der Kontrastfarbe, diese Tusche in die Vertiefungen reingeht und dadurch die Struktur wunderbar rauskommt. Hier mal einen kleineren Pinsel hernehmen, damit ich genauer arbeiten kann bei der Kante hier.
sich mal gewisse Teile von dem Seil hier male ich auch an, weil irgendwo hängt ja der Stoff dran und der wird meistens dann um das Seil herumgewickelt am Gürtel. Aber das sehe ich jetzt noch nicht. Das kommt erst raus, wenn ich mit der Tusche male. Und auch hier werde ich höchstwahrscheinlich ein zweites Mal rübergehen müssen, weil ich, wie gesagt, diese rote Farbe ja auch flüssig anrühre. Die erzeugt dann natürlich auch Flecken. Zumal die Farbe jetzt dünn ist, ich ja hier und da auch mit der blauen Farbe auf den Stoff gekommen bin. Und dadurch, dass die jetzt flüssig ist, ist die natürlich transparenter. Und dann habe ich dann so lilane Flecken drin, was ich natürlich nicht haben will. Aber das ist eben, weil die Farbe jetzt zu dünn ist. Deswegen muss ich nochmal ein zweites Mal rübergehen. Den Stoff, den malen wir natürlich dann auch, weil der Falten hat. Da werden natürlich auch wieder so Highlights reingesetzt. Gut. Überall da, wo jetzt ein bisschen lila ist, male ich jetzt natürlich nochmal über. Beziehungsweise wo ich halt Flecken habe. Gut. Und jetzt sieht man schon, wie dieses Rot mit dem Blau zusammen harmoniert, weil es eben wirklich die komplette Gegenteil ist. Gesehen, wo ich noch vergessen habe zu malen. Das wäre hier, das ist nämlich auch noch Stoff. Gut, haben wir das.
Dann malen wir jetzt den ganzen Stoff in einer roten Tusche an und machen den dadurch etwas dunkler. Und es kommen natürlich jetzt diese Feinheiten raus. Da fangen wir mal hier hinten an. Und die Tusche wirkt im Prinzip genauso wie die Contrastfarben. Also das heißt, sie färben mein Modell ein und sickern dann eben in die Vertiefungen und erzeugen eigentlich den gleichen Effekt jetzt wie die Tusche, dass die Vertiefung dunkler wird als das Modell. Jetzt stellt man sich natürlich jetzt auch die Frage, warum gehe ich nicht mit Kontrastfarben gleich direkt rein, spare ich mir doch das Tuschen. Ihr habt in gewisser Hinsicht habt ihr recht, könnte man machen. Jedoch finde ich, dass die Kontrastfarben in dem Fall jetzt zu krass ist. Ich wollte ja ein dunkles Rot haben, aber diese Kontrastfarbe, die hat halt ein richtig kräftiges Rot und das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte die jetzt wirklich ein dunkles Rot reinmachen, weil wie gesagt, was ich jetzt so im Netz gesehen habe, ist es eher ein Dämon, der ja sehr wild ausschaut. Ich sage jetzt oder ich lehne mich jetzt mal weit raus. Ich behaupte mal der asiatische Ork, sage ich jetzt einfach mal, was natürlich nicht so ist, aber mit den Klamotten, die er so anhat, geht es eher in diese Richtung. Und zwar jetzt kein irgendwie Krieger-Ork oder sowas, sondern eben so einen Ork, der irgendwie in der Prärie lebt. Und deswegen möchte ich gerne hier dunkles Rot drin haben. Und einfache Klamotten im Prinzip haben. Gut. Braucht es noch ein bisschen zu trocknen? Was sind denn eure Erfahrungen so mit Figuren? Wie bemalt ihr Figuren? Das würde mich mal interessieren. Weil ihr kriegt ja von mir immer wieder so Tipps, wie ich das Ganze mache. Es wäre mal interessant von meinen Zuschauern, wie es andersrum ausschaut. Also habt ihr spezielle Techniken oder benutzt ihr andere Techniken wie ich, um einen bestimmten Effekt zu erzeugen? Das könnt ihr mir gerne in den Chats reinschreiben, beziehungsweise wenn ich dann später das Video rüberlade auf YouTube, könntest du es mir unten in die Kommentare reinschreiben. Also es würde mich auch interessieren, weil wir können ja voneinander lernen. Ihr kriegt von mir die ganzen Tipps und wenn ihr irgendwie Tipps habt, wie ihr etwas anders macht, würde mich das auch mal interessieren. Also ihr könnt es da gerne oder auch jetzt hier in den Chat reinschreiben. Also ist gar kein Problem. Ich werde natürlich immer wieder mal so in den Chat reinschauen, was da Sache ist. Also der Computer steht hier an der Seite von mir, wo ich immer wieder reinschaue. Ja, würde mich auch mal interessieren, wie ihr das handhabt. So. Auch mal, ob euch das überhaupt gefällt, was ich hier mache. Also so wäre mal nicht schlecht. Also könnt ihr ja ins Chat reinschreiben oder später in den Kommentaren oder sowas. Gut, machen wir hier mal weiter. So, jetzt ist es soweit trocken. Ich werde jetzt wieder mit der ursprünglichen roten Farbe, die ich jetzt etwas dünner anrühre, nochmal drüber gehen, um jetzt einen harmonischen Übergang zwischen dem dunklen und dem hellen
hervorzurufen. Ich lasse dabei natürlich dann die dunklen Stellen aus. Die dunklen Stellen lasse ich natürlich aus. Ich will ja diese Vertiefungen haben. Und dann gehen wir später nochmal mit, also dann hellen wir uns dann später dieses Rot auf und arbeiten das Rot dann langsam schön heraus. Und jetzt sieht man schon, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, wegen der Tusche. Jetzt sieht man schon, wo das Seil ist als Gürtel und wo der Stoff um diesen Gürtel herumgewickelt ist, damit der Stoff hält. Ja. Da gehe ich jetzt einfach, ich ziehe immer von oben nach unten. Ich sage jetzt mal, der Fadenverlauf des Stoffes. So, jetzt habe ich nämlich gegen die Haut gemalt. Jetzt muss ich die ganz schnell wieder wegtun. Wenn es schon festgetrocknet ist, was habe ich gesagt, was machen wir? Dann gehen wir langsam ein bisschen mit der Farbe rüber. Gut, jetzt haben wir das Rot. Jetzt nehmen wir uns ein helleres Rot. Ich möchte nicht, dass es zu kräftig wird, weil ich wollte ja ein dunkles Rot haben. Also hole ich mir jetzt hier ein Flat Red. Ein flaches Rot. Und dieses Flat Red werde ich jetzt mit dem Dunklen etwas vermischen. Also auch wieder flüssig. Hol mir von dem dunklen Rot etwas rüber. Einfach damit ich einen harmonischen Übergang zwischen diese zwei Farben habe. So. Jetzt hellen wir uns das Ganze ein wenig auf. Die dunklen Stellen lasse ich natürlich bestehen, damit ich eben diese Tiefenwirkung habe. Und ich ziehe immer in eine Richtung den Stoff raus, damit ich einen schönen Übergang habe. Hier lasse ich es natürlich frei, weil es dunkel ist. Da ziehe ich mir jetzt natürlich gar nichts rein von der Farbe. Hier habe ich jetzt auch wieder so eine Falte drinne. Das heißt, ich gehe mit der Farbe nicht in die Falte hinein, sondern bleib oben drüber. Und dadurch, dass ich jetzt dieses hellere Rot mit dem dunkleren Rot vermischt habe, fließen die Farben optisch schön ineinander über, weil es ein Farbton ist, der halt bloß heller ist. Das ist auch so ein Tipp, den ich euch geben kann, wenn ihr Farbe aufhellt. Nehmt nie weiß her oder eben, wenn ihr es abdunkeln wollt, schwarz her. Weil was passiert, wenn ich rote Farbe mit weiß aufhellen will? Dann entsteht rosa. Das will ich ja nicht. Also sucht euch eine hellere rote Farbe und mischt die untereinander. Aber nicht mit Weiß mischen. Wenn ihr was aufhellen wollt,
nimmt eher Grau. Das ist nicht so hart. Mit Grau geht es viel besser. Jetzt werde ich den unteren Teil mit der Farbe nochmal drüber gehen. Dass es etwas heller wird. Hier ein leichteres, helleres Rot habe. Das dann besser harmoniert zu dem Blau. Jetzt arbeiten wir schön langsam dieses Rot heraus. Und jetzt nehmen wir noch mal ein etwas helleres Rot. Und damit mache ich jetzt wirklich nur diese Highlights. Dieses Rot vermische ich auch wieder mit dem mittleren Rot jetzt, damit ich da so einen harmonischen Übergang habe. Und hier mache ich jetzt im Prinzip bloß diese Highlights. Also nur diese wirklich erhabenen Stellen, beziehungsweise die Ecken und Kanten, Stoff, Ecken. Hier habe ich zum Beispiel so einen Riss drinne. Den betone ich ein bisschen. Mache hier die Kante, die Stoffkante, hebe ich mir etwas hervor. Hier. Noch hervor. Dadurch können wir natürlich jetzt noch mal eine extra Tiefenwirkung erzeugen. Wie gesagt, hier nur die Faltenspitzen und dann eben den Rand unten, den mache ich noch gerne. Dann hätten wir den Mantel soweit fertig. Mehr würde ich jetzt gar nicht machen. Wie gesagt, es soll ja ein dunkler Mantel werden. Dann kümmere ich mich jetzt, also ich bleibe jetzt in dem Areal, dann kümmere ich mich jetzt um die Seile. Und die Seile, die fange ich an. Jetzt lass mich kurz überlegen, welche Farbe nehme ich da am besten. Da fange ich mal hier mit einem Korkbraun an. Als Basisfarbe. Hoppala, habe ich jetzt was verstellt? Als Basisfarbe, auf die ich dann das aufbaue. So.
Und hier versuche ich jetzt alles, was Seil ist, erstmal so zu bemalen. Das wird dann später noch rausgearbeitet. Haben wir hier eine Art Schleife. Ganze wird natürlich jetzt dann auch noch mal getuscht, damit die einzelnen Fasern des Seils rauskommen, weil ein Seil ja gedreht ist. Und das kommt dann hier auch wunderbar noch raus. Hier habe ich jetzt auch noch zwei Totenschädel. Die machen wir dann später. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal hier um dieses Seil. Gut, dann haben wir jetzt das Seil. Okay. Dann könnten wir, wenn wir gerade beim Seil dabei sind, da die Armbänder. Nein, die mache ich in braun. Nein, 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 nein. Das ist Holzfarben. Das wird braun. Das wird so orange wird das. Ja, ja lass mal so. Und ich male jetzt auch gleich noch die Schädel an. Mache ich in diesen Braun. Warum mache ich auch gleichzeitig noch die Schädel? Weil wenn ich jetzt tusche, ich beide Teile mit der gleichen Tusche versehen werde. Und dann bietet sich das eigentlich an, dass ich das auch jetzt gleich komplett fertig mache. Diesen Schädel. Diesen Schädel als Basisfarbe. Gut. Und jetzt werde ich hier mit so einem Sepiafarben, gehe ich jetzt hin. Und tusche die Schädel als auch diese Strippen in Sepia.
Gott. Gut. Dann nehmen wir uns jetzt ein Sandbraun, womit wir jetzt die Strippe etwas aufhellen. Und da mache ich jetzt im Prinzip nichts anderes, als dass ich bloß diese erhabenen Stellen der Strippen, also dieses Seils, dass ich im Prinzip bloß diese einzelnen Stränge bemale. Dadurch habe ich natürlich optisch ein wunderschönes Seil. Das gleiche natürlich hier hinten auch. Dann habe ich hier das Seil und die Schädel, die mache ich jetzt natürlich in Knochenfarben. Gut, jetzt können wir den Knochen noch etwas aufhellen. Hellen wir den Knochen ein kleines bisschen auf. Also hauptsächlich da, wo die Augen sind, wo die Nase ist und mal kurz die Zähne. Und ein bisschen natürlich oben an der Stirn. Dadurch wirkt der Knochen dann noch ein bisschen lebendiger. Lebendiger, hört sich gut an, oder? Ein bisschen realistischer. So. Gut. Dann haben wir das. Jetzt kümmern wir uns mal kurz um diese Flasche hier seitlich. Diese Flasche könnte ein Kürbis sein. Es gibt ja diese Kürbisse, die man als Flaschen umbaut. Und da habe ich mir gedacht, da könnten wir jetzt das als Kürbis hernehmen. Dann nehmen wir uns die Farbe, die wir für die Knochen hatten, malen das ganze Ding an und das wird dann langsam in Orange hochgearbeitet. Weil ich habe auch zu Hause so eine Kürbisflasche. Das ist also ein Kürbis, der so gebogen ist. Hält sogar sehr dicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Oben Korken rein und die Sache ist erledigt. Und da machen wir uns jetzt hier eine Kürbisflasche draus.
Okay, dann haben wir das soweit. Die tuschen wir jetzt mit einem Orange. Na, komm her. So. Da braucht man nicht viel, weil wir haben ja eben bloß diesen Kürbis. Ja. Und den tuschen wir uns jetzt mit Orange. Und den arbeiten wir dann mit einem Orangebraun raus. Das eben, also ganz orange soll der Kürbis natürlich nicht werden. Das ist ja kein Hokkaido-Kürbis, sondern irgendwie so ein Flaschenkürbis. Und die sind ja meistens eben so braun-orange. So. Und dann nehmen wir jetzt am besten unsere Grundfarbe hier, weil das eigentlich schon eine schöne Kürbisfarbe ist. Wir haben jetzt diese Grundfarbe genommen, die haben wir jetzt etwas abgedunkelt, oh, mit der Tusche. Deswegen können wir jetzt mit der Grundfarbe wieder hingehen und können das ganze Ding jetzt wieder ein bisschen aufhellen, wobei natürlich die Vertiefungen hier drinnen wieder nicht bemalt werden, weil das ist ja der Effekt, den wir haben wollen bei der Tusche. Aber ich gehe jetzt hier einfach nochmal rüber mit der Farbe. Der hat hier ein Lederband dran, wo es am Gürtel fixiert ist. So, und oben auch noch. Das ist eine schöne Kürbisflasche. So. Jetzt haben wir noch dieses Lederband. Ich habe ja sowieso hier ein Lederband, da ein Lederband und ich wollte ja hier die Arme auch machen. Die können wir jetzt gleich machen. Aber bevor ich jetzt wieder weitermache, schütze ich mir wieder dieses ganze Modell, damit ich wieder keinen Abrieb habe. Also werde ich das ganze Modell wieder nehmen und wieder mit Schutzlack versehen, dass eben diese Kleinigkeiten gerade hier an den Ecken, hier so an solchen Ecken, da geht sehr gerne dann die Farbe ab, wenn man öfters drüber streicht oder sowas. Deswegen ist es nie schlecht, so ein Modell zwischendurch immer wieder zu fixieren. Das mache ich jetzt. Kurze Pause machen wir jetzt nochmal, bis das alles trocken ist. Ich hole mir nochmal was zum Trinken. Also machen wir in 5 Minuten ungefähr weiter. Okay? Also dranbleiben.
weiter geht's. Er ist soweit trocken. Jetzt kümmern wir uns ein bisschen um das Leder. Das Leder möchte ich gerne in so ein Rotbraun machen. Obwohl, nein. Das machen wir in dem und dann in dem. Also, jetzt nehme ich so einen Braun her. Und in dem Braun. So. Jetzt malen wir Leder an. Damit ich es nicht vergesse, male ich zuerst mal die Flasche an. Da kommt so ein brauner Leder. Ledergurt außenrum, der die Flasche festhält. So. Dann haben wir hier eine Bandage. Vorsichtig sein, dass wir nicht auf die Haut malen. Und jetzt kommt zusätzlich noch dazu der Mantel. Dann haben wir das. Dann haben wir eben die Armschienen, beziehungsweise am Arm haben wir ja auch so Lederbandagen. Die machen wir auch. Und er hat dann am Übergang zwischen Unterarm und Hand, da hat er dann so einen Ring. Diesen Ring, den bin ich am Überlegen, ob ich den in Silbern mache. Normalerweise arbeite ich gerne mit Gold bei so einem Fall. Aber ich glaube, dass das zu einem Omi nicht passen würde. Und deswegen male ich den dann später in Silbern. Vielleicht mache ich den sogar noch ein bisschen rostig. Obwohl, na, rostig passt nicht. So. Leder. So, jetzt sehe ich hier bei der Rüstung hier an der Seite, die ist nämlich hier hinten auch durch ein leichtes Lederband befestigt. Das malen wir nämlich auch gleich. Gleich. Der Rest, das ist Holz. Da hat er ein Emblem dran. Da muss ich noch schauen, wie ich das mache. Aber ansonsten Lederbandagen hat der sonst keine. Da habe ich versehentlich ein bisschen blau drauf gemacht, ein bisschen braun auf blau gemalt. Kein Problem. Das decken wir ganz leicht wieder über. Das haben wir irgendwo übermalt. So, und dieses Leder werde ich jetzt mit einem Dreckbraun Tusche abdunkeln. Waffen. Gehe ich hier mit dieser Tusche. Gehe ich jetzt einmal rüber.
damit die einzelnen Lederstränge dann schön rauskommen. Hier der und der. Gut, dann haben wir das. Und dann trocknen wir das Ganze wieder. Gut, dann gehen wir mit diesem helleren Braun. Das nennt sich auch schon Lederbraun. Damit holen wir uns jetzt die einzelnen Stränge raus. Also wir haben ja jetzt das Dunkle gemacht, damit wir einfach einen schönen Untergrund haben. Und jetzt holen wir uns die einzelnen Lederstränge, holen wir uns jetzt mit einem kleinen, feinen Pinsel. Malen wir jetzt diese ganzen Lederstränge. Machen wir zuerst wieder unseren Kürbis. Damit wir den nicht vergessen, weil so Kleinigkeiten vergisst man oft. Dann malen wir hier den hier. Und da versuche ich jetzt natürlich die einzelnen Stränge immer zu erreichen. Hier wirklich sieht, dass das drumherum gewickelt ist. Hier auch einmal das Leder rum. Und am Bein natürlich jetzt auch. So, dann haben wir hier einmal komplett rum. Und er hat seine Lederstränge dran. Gut. Dann habe ich ja gesagt, möchte ich in Silbern gerne die Armringe haben. Die werde ich aber später machen, weil ich das Silber auch noch hier für den Speer brauche. Alles, was Silber ist, das machen wir uns dann später. Was wir aber jetzt schon machen können, das ist, dass wir das Ganze schwarz anmalen. Warum schwarz? Wenn man Metall malt, und das ist egal, ob das jetzt Gold, Silbern, Bronze, egal was es ist, kommt das mit diese Metallfarbe besser raus, wenn sie einen schwarzen Untergrund hat.
Ich habe ja vorhin schon mal erzählt mit strahlend und nicht strahlend und grundieren in weiß und so. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn ich jetzt einen weißen Untergrund habe und ich gehe mit Gold drauf, dass das Gold dann besser strahlt, weil es ja eben einen weißen Untergrund hat. Dem ist nicht so, weil diese Metallpigmente, die innen drinnen sind, besser wirken, wenn sie einen dunklen Untergrund haben. Deswegen empfehle ich es, wenn ihr Metall malt, dass ihr diese Stellen mit dem Metall immer schwarz anmalt, weil dann einfach diese Pigmente, diese Metallpigmente dann besser rauskommen. Wie gesagt, das ist bloß ein Tipp. Ihr müsst es natürlich nicht machen, ist klar. Und weil ich den hier auch in Metall machen will, mache ich den nämlich jetzt auch hier schon in Schwarz. Das ist so eine Münze, ist es. Ich glaube, die nennen sich Koku. Das war, glaube ich, die Münzeinheit damals in Japan. So. Jetzt mache ich auch den Speer gleich. Dann können wir den nämlich später schön in Silbern anmalen. Vielleicht mache ich den auch noch irgendwie magisch, dass dieses Metall vielleicht in einem leichten grünlichen Ton schimmert oder sowas. So, das gleiche machen wir hier unten auch. Gut, dann kann man den auf Seiten legen. Darum kümmern wir uns dann zum Schluss. So, dann kümmern wir uns am besten jetzt erst um die Kette und dann um die Rüstung. Genau. Die Kette. Popopopo, die werde ich in Grau machen, also dass es eine Steinkette ist. Das sind ja so Gebetsketten, sind das. So, weiß ich, tibetanisch, buddhistisch, keine Ahnung. Aber das sind so Gebetsketten. Die waren meistens irgendwie aus Stein, sind dann vielleicht noch bemalt worden oder so, oder waren aus Keramik. In dem Fall würde ich die gerne aus Stein machen. Dann nehme ich jetzt einfach ein Grau. Ich werde jetzt kein dunkles Grau nehmen, sondern ein mittleres Grau und werde es dann nachher mit mit einem hellen Grau aufhellen. Aber jetzt kommt erstmal die Grundfarbe rein. Da müssen wir natürlich jetzt auch wieder aufpassen, dass wir nicht auf die Haut kommen. Bei diesen Kugeln. Auch. Okay.
Die werde ich jetzt auch mit diesem Dreckbraun tuschen. Normalerweise tuscht man Steine meistens in Schwarz. Ich möchte aber, dass diese Kette gebraucht ausschaut. Sie hängt nicht im Dreck drinne, sondern sie hängt um ihn herum. Sie ist etwas gebraucht. Und dann wirkt Braun harmonischer. Aber wenn ich den jetzt in Schwarz machen würde, dann würde das eher asphaltmäßig sein. Vom Stil her. Und das möchte ich eben nicht, dass es ausschaut wie Asphalt. Jetzt werde ich das Ganze dann mit einem helleren Grau dann aufhellen. Helle Grau. Wieder unsere kleinen Pinsel, ein bisschen Wasser und los geht's. Jetzt malen wir hier jede Kugel einzeln an. Vertiefungen lassen wir natürlich wieder aus. Manchmal sind in diesen Kugeln auch Symbole eingeritzt. Ich habe zum Beispiel eine andere Figur bemalt. Das ist so eine Schildkröte, so ein Schildkrötenmensch, Mönch. Den benutzt man für, also benutze ich. Für ein Pen and Paper Rollenspiel für Dungeons and Dragons. Da habe ich jetzt eben einen Mönch und der hat auch so eine Kette, die ist bloß größer. Und da sind zum Beispiel Symbole eingraviert, die ich dann herausgeholt habe. Aber das ist bei dem Modell zu klein, als dass da Symbole drin sind. So, dann haben wir nämlich hier die Steinkette. Dann können wir uns um die Schulterplatte kümmern. Dann nehmen wir ein dunkles Braun her. Nein, weiß was, dann nehmen wir ein. Was sind wir denn? Ein Mahagoni. Genau, dann nehmen wir das Dunkle her und dann machen wir daraus ein Mahagoniholz. Dann nehmen wir erstmal ein dunkles Braun. Kleistern erstmal hier komplett drüber. Das Mahagonibraun, das wird dann mehr so ein Rotbraun. Damit haben wir auch wieder zu der Haut einen schönen Kontrast.
Überfüllen. Dann tusche ich das Ganze wieder. Dadurch, dass ich jetzt eine dunkle Braunfarbe habe, tusche ich das jetzt nicht in diesen Dreckbraun, weil das würde nicht herauskommen. Jetzt, also die einzelnen Strukturen würden nicht rauskommen. Das mache ich jetzt mit Schwarz, weil ich eh schon ein sehr, sehr dunkles Holz habe und ich möchte, dass die Vertiefungen noch dunkler werden. Deswegen mache ich das jetzt mit Schwarz, damit die einzelnen Bretter, diese Holzbretter, besser rauskommen. Da sind auch Nägel drinne. Das kommt dann alles besser raus. Ist genauso die Nägel später. Die werde ich auch nicht in Schwarz machen, weil meistens sind ja so geschmiedete Nägel schwarz gewesen. Aber schwarz wäre zu krass. Das machen wir dann in einem dunklen Grau. Es kommt dann viel besser raus. Sieht harmonischer aus. Gut, dann kümmern wir uns jetzt um Mahagoni. Da malen wir jetzt auch jedes einzelne Brett. Malen wir jetzt an. Da versuchen wir jetzt natürlich auch etwas die Holzstruktur mitzunehmen. Also immer in eine Richtung malen, aber auch nicht alles komplett übermalen, damit wir eben diese Holzstruktur etwas drinnen haben. Damit das Holz noch ein bisschen besser rauskommt, nehmen wir jetzt so ein Rotbraun. Machen, setzen jetzt noch so ein paar Highlights. Das ist jetzt schon fast ein Trockenbürsten, was ich hier mache. Ich nehme ganz wenig Farbe und streiche damit eigentlich bloß so über die Kanten. Um ein paar Highlights rauszuholen. Okay. Gut, dann benutzen wir jetzt dieses
Grau. Da können wir jetzt hier diese Steingrau hernehmen. Und damit machen wir uns jetzt hier die Nägel. Und die werden wir dann in Schwarz tuschen, damit die abgedunkelt werden. Und sollten die dann noch immer zu hell sein, dann gehen wir halt nochmal mit der schwarzen Tusche drüber. Die schwarze Tusche. Da setzen wir jetzt einfach bloß so einen Tupfen drauf. Das müsste eigentlich reichen. Jetzt sehe ich aber, dass wir hier bei dem Holzbrett, da wo diese Münze ist, einige Stitches drin haben. Und die malen wir uns jetzt auch noch an. Also ich habe hier, das scheint irgendwie mit Leder Holz zusammengebunden zu sein. Genauso wie hier. Gut. Helleres. Dann kümmern wir uns um das Silbern. Dann nehme ich ein schönes Silber her. Malen wir zuerst einmal das hier an. Diesen Speer. Ich werde die Parierstange vom Speer, die werde ich dann in so Goldfarben machen. Also eher Messingfarben. Weil es einfach besser zusammenpasst, dieses Silbern und Messing. Wir malen hier jetzt alles an, was silbern ist. Hier einmal rum. Genauso wie hier einmal rum. Gut. Und diese Münze, die malen wir in Gold. Ich brauche aber dann das Silber auch noch, um. Vielleicht können wir das jetzt gleich schon bemalen. Ja, doch, das geht. Und danach ja noch mit Gold drüber. So, das ist diese Aufhängung. Diese Aufhängung. Jetzt gehen wir bei dem Silbern trocknen. Da gehen wir jetzt mit einer schwarzen Tusche drüber, damit das Silber etwas abgeschwächt wird. Und später gehen wir noch mal kurz mit Silbern drüber. Aber damit, ich habe hier so ein paar Nieten drin, damit man eben dann die Nieten besser sieht, würde ich das Ganze jetzt nochmal mit schwarzer Tusche abgedunkelt.
Vor allem sieht dann das Silbern nicht so neu aus und es sieht dann nicht nach Silbern aus, sondern eher nach, ja, geschmiedeten Metall irgendwie so. Geschmiedeten und polierten Metall. Und solange da das Silber trocknet, werde ich jetzt mein Gold rausholen. Und werde diese Münze hier in Gold bemalen. Das ist jetzt nicht das Einzige, was ich Gold bemalen werde, weil am Schluss kümmern wir ja uns noch um das Gesicht. Ich meine, wir arbeiten uns jetzt gerade von unten nach oben hoch. Und beim Gesicht habe ich gesehen, dass der Schmuck hat, also Ohrringe hat. Ja, der hat zwei Ohrringe. Und die werde ich dann auch noch in Gold machen. Aber ums Gesicht kümmere ich mich später. Ja, das Gold ist auch hier fertig. Und das Gold tusche ich jetzt auch mit diesen Sepia-Farben, was wir ja vorhin schon mal genutzt haben für diese Seile, weil mit diesen Sepia-Farben ich dieses Gold auch farblich etwas abschwäche, dass es nicht so stark glänzt. So. Ein bisschen mit der Kamera spielen hier. Okay, jetzt gehen wir noch mal mit diesen Silbern. Da brauche ich aber wirklich nur ganz wenig. Und dann stippe ich hier einfach bloß so ein bisschen hin, um einen leichten Glanz zu erzeugen, der aber das getuschte Metall nicht zu sehr aufhält. Also es soll jetzt bloß so im Prinzip einen leichten Glanz durch die Sonne sein. Das gleiche mache ich jetzt natürlich beim Gold auch. Also nur so leicht reintupfen. Das ein bisschen Glanz hat, aber eben nicht zu stark. Gut. Jetzt kümmern wir uns nochmal um das Schwert, wenn wir das Gold sowieso schon da haben. Machen wir doch hier auch gleich mal das in Gold an. Machen wir das. Dann machen wir das. Gut. So. Und dann kümmern wir uns um die Flamme. Wohl gesagt, um das Gesicht kümmern wir uns ganz zum Schluss. Die Flamme, die werden wir jetzt erstmal weiß anmalen, damit wir einen schönen Grund, Unterton haben. Denn wir wollen ja, dass diese Flamme leuchtet. Erstmal die Ränder
Mit den Fingern. Das machen wir jetzt komplett weiß an. Mal den jetzt in weiß angemalt. Dann kann man da nämlich jetzt aufbauen. Normalerweise baut man ja Flammen auf von, ich sag mal, dunkelrot bis hin zum, also über Orange dann zu weiß. Das mache ich hier jetzt nicht, weil ich ja kein Lagerfeuer habe oder sowas, sondern ich habe hier ein magisches Feuer und deswegen fange ich hier gleich mit einem dunklen Orange an. Also, wie bauen wir unsere Flammen auf? Weiß haben wir jetzt hier. Ich werde jetzt mit einem Heißorange reingehen, dann werde ich mit dem hier reingehen und dann werde ich mit dem hier reingehen und dann werde ich mit dem hier reingehen. Und so baue ich die Flamme auf und ganz zum Schluss kommt dann noch ein bisschen Weiß rein. So werde ich die Flamme aufbauen und zwar von der Mitte ausgehend nach außen. Weil wenn ich mir das ganz ehrlich so anschaue, ist es wie ein Flammenball, der aber schon ein bisschen von der Hand entfernt ist und nur die Flammen noch in der Hand drinnen sind. Also werde ich dieses dunkle Rot mehr in dem Bereich einsetzen und nicht hier unten, sondern in dem Bereich und dann langsam nach außen gehen. Müssen wir halt schauen, wie wir das machen. Also Flammen ist jetzt auch nicht so einfach zu malen, aber das kriegt man schon. Jetzt müssen wir nur warten, bis das Weiß trocken ist. Und das wird jetzt auch wieder mit ziemlich flüssigen Farben gemalt, damit das eben alles so ineinander übergeht. Das. Dann haben wir das. Das. Und wir haben hier Gott. Dann fangen wir jetzt einfach mal an. Mit dem ersten Orange. Und wie gesagt, das wollte ich gerne hier so drinnen haben. So als Feuerball. Dann nehmen wir uns jetzt hier ein bisschen Orange mit rein. Gelb hinein.
Das Ganze machen wir, wie gesagt, alles ziemlich flüssig, damit sich die Farben schön ineinander mischen. Werde ich auch die Hand ein bisschen bemalen mit dem Gelb, weil ja das ganze Ding auch ein bisschen leuchtet. Etwas trocken. Jetzt können wir wieder mit dem sehr hellen Gelb. Gehen wir jetzt rein und machen uns jetzt hier ein paar Stränge in Gelb. Damit das ein bisschen mehr leuchtet. Dieses Gelb ist sehr transparent. Und deswegen können wir hier auch schön reingehen und wir haben leichte, sanfte Übergänge. Also es ist keine sehr stark deckende Farbe, aber wir können jetzt hier mit diesem Gelb wunderbar ja, so Effekte erzeugen. So, wenn wir jetzt diese ganze Farbe auch noch extrem verdünnen, kann man zum Beispiel hier einen leichten Gelbstich einmachen, weil ja das ganze Flammengebilde ja leuchtet. Aber ein bisschen aufpassen, da haben wir jetzt hier zu viel und die nehmen wir jetzt weg. Die Farbe mit reinem Wasser, damit eben dieser Leuchteffekt nicht so stark ist. Gelb hin.
ist ein Feuerball. Ein bisschen weiß. Machen jetzt hier im Prinzip nur so ein paar Spitzen rein. Ball selber, der ist mir noch zu rot. Da kommt jetzt noch ein bisschen Rouge mit rein. Super. Genau so wollten wir das. Räumen wir die Farben wieder auf. Okay. Dann ist es soweit eigentlich in Ordnung. Das nächste ist jetzt das Schwierigste, nämlich das Gesicht. Bevor ich jetzt aber das Gesicht mache, kümmere ich mich nochmal hier um den hier. Und den hätte ich gerne ein bisschen magisch gemacht. Nehme ich mir hier eine grün-gelbe Farbe. Das ist wie so eine Tusche ist es. Und damit streiche ich jetzt hier mal. Im Prinzip tusche ich jetzt den Dolch hier mit ja, so einer, was ist das? Gelbe, grünlich-gelbe Neonfarbe. Kann man ein bisschen was Magisches erzeugen damit. So. Dann das Gold machen wir wieder mit diesen Sepia-Farben, wie wir es auch bei diesem Coco gemacht haben, also bei dieser Münze an der Schulter. Dass es etwas gebraucht ausschaut. Dann kümmern wir uns wieder um die Klinge. Dann nehmen wir wieder das Silber. Und dann streichen wir hier so nur diese Kanten. Die machen wir jetzt in Silber. Dann streichen wir uns. Machen wir so eine Kanten-Highlights. Machen wir da. Das gleiche hier unten. Jetzt gehen wir mit dem Silbern quer rüber, aber nicht viel. Nur hier und da, um so einen leichten Glanz zu erzeugen. Gut. Und somit haben wir hier eine silberne Klinge, die so ganz leicht grünlich schimmert. Jetzt brauchen wir mal das kurz das Gold. Damit peppen wir jetzt nochmal hier ein bisschen auf. Und da ein bisschen auf. So. Und dann, was haben wir? Der Speer. Der Speer schaut aus, als wenn er aus Bambus besteht.
Also braucht man was helles Grünes zusammengemischt mit einem hellen Braun. Dann nehmen wir das hier. Und den vermischen wir jetzt, damit wir so einen grün-braun haben. Und damit schmieren wir dann unseren Bambus ein. Der Bambus, der ist noch nicht ganz trocken. Weil ein Bambus ist ja, wenn er trocken ist, gelb. Und das ist er eben noch nicht ganz. Und deswegen machen wir dieses grün-braune. Ja. Und oben rum haben wir ja wieder so ein Leder. Das machen wir mit der Farbe. Und hier in der Mitte haben wir noch mal so eine Abtrennung, die machen wir auch in Gold. Das sind so drei Metallringe. Weil es ist kein Band, weil dafür sind die Ringe zu gleich. Also werden das Metallringe sein, die wir dann eben so halten. Gut, dann haben wir dieses dreckige Braun. Und damit machen wir das Lederbandel hier. Und den Bambus, den machen wir mit der Sepiafarben. Und für das Gold, ja, auch nochmal das Sepia, genau. Gut. Dann kümmern wir uns wieder um das Lederband.
Und das Bambus, das würde ich sogar so lassen, weil es echt gut ausschaut. Hier haben wir noch. Dass das hier auch Metall ist. Versuchen wir noch das mal ein bisschen aufzupeppen. Mit Gelb. Das kriegen wir schon hin. Gut. Dann sind wir soweit fertig. Jetzt haben wir nur noch den Kopf zu machen. Dafür brauchen wir jetzt natürlich auch wieder viel Geduld. Ich werde die Figur jetzt wieder mit Schutzlack versehen. Ich werde jetzt eine kleine Pause machen. Und dann kümmern wir uns um das Highlight, um das, was am schwierigsten ist, nämlich das Gesicht. Bleibt dran. Wie gesagt, ich mache jetzt mal eine kleine Pause. Ich sitze jetzt schon seit fast 3 Stunden da. Und jetzt brauche ich mal eine kleine Pause. Ich sage mal so, in 10 Minuten bin ich wieder da, gell? Also dranbleiben.
So, weiter geht's jetzt. Jetzt wird's echt kompliziert, weil jetzt kümmern wir uns um das Gesicht. Ich schalte mal hier um. Und das wird jetzt echt schwierig. Als erstes beginne ich mal mit einem lila Tusche. Warum lila Tusche? Und zwar alles, was jetzt im Prinzip so fleischfarben werden soll oder sowas, male ich jetzt an. Das wären im Prinzip, ich zeig's euch, die Ohreninnenseite. Die mache ich nämlich nicht mit Rot, weil ich dieses Blau erhalten will. Ich will aber so einen leichten roten Touch drinnen haben. So. Stupfe ich einfach bloß diese lila Tusche stupfe ich mit rein, weil das Ohr auch gut strukturiert ist. Also geht da auch einiges rein. Dann mache ich den Mund. Der Mund wird auch gemacht und etwas die Augen. Die werden auch noch anders gemalt, aber das sind diese Falten, die Augenfalten, die Tränensäcke und so. Die mache ich auch noch in lila etwas. Also ich dunkle jetzt im Prinzip die Augen ab. Dann kümmere ich mich um die abgesägten Hörner. Die abgesägten Hörner. Na, machen wir erstmal die Zähne. Dann nehme ich mir wieder dieses Knochenbraun, was ich für die Schädel da hergenommen habe. Und mache mir hier die Zähne. Die ziehe ich mir hier raus. Einmal, zweimal. Und hier die Hauer. Da braucht man echt einen kleinen Pinsel dafür.
Dann mache ich eigentlich genau die Hörner, die werde ich jetzt hier in einem Braun machen. Die abgesägten Hörner. Die stupfe ich mir hier erstmal in eine Art Braun. Nochmal die lilane Farbe für den Mund. Nochmal etwas in den Ohren und die Augen. Dann nehme ich mir von den hellen Blau, was wir damals für die Haut hergenommen haben. Um hier jetzt die Augenbrauen noch ein bisschen zu betonen. Die Nasenspitze, das Kinn. Im dunkleren Blau fange ich jetzt an, den Mund ein bisschen zu gestalten. Genau. Dann haben wir am Kopf Mitte. Das schaut aus wie irgendwie ein Rubin oder sowas, also ein Edelstein. Den werde ich jetzt erstmal in weiß malen. Da haben wir irgendwas in der Schädelmitte. Gut. Dann weiß für die Augen. Die Augen, die werde ich dann leuchtend machen. Jetzt brauchen wir wieder dieses sepiafarbene Tusche für die Zähne. Und dieses Dreckbraun. Da habe ich noch was. Damit machen wir nämlich jetzt die Hörner. Und dieses Lila mache ich jetzt noch mal bei diesem Diamanten oder bei diesem Dings oben. Der wird dann noch mal anders gemalt. So, jetzt kümmern wir uns um das Sepia für die Zähne. Bei den Augen, die bringen wir jetzt etwas in Form durch unser mittleres Blau von der Haut. Die bringen wir jetzt ein bisschen in Form. So. Genau. Ach, da machen wir, die machen wir gar nicht leuchtend. Die lassen wir so. Da machen wir dann später bloß eine Pupille rein. So. Dann kümmern wir uns um die Ohren ein bisschen. Dann nehmen wir uns ein helleres Braun für die Hörner. Dann machen wir im Prinzip hier bloß die Abrisskante. Dann nehmen wir uns ein Schwarz für die Pupille. Mal schauen, habe ich noch irgendwo hier Wasser?
Ach, super. Dann ein klein wenig von dem Knochenfarbe. Und damit versuchen wir jetzt hier die Zähne zu machen. Das reicht. Und hier machen wir jetzt die Hauer noch heller. Ich sehe gerade, das haut nicht so hin. Die Hauer, die kommen nicht so gut raus. Gehe ich jetzt noch mal mit Sepiafarben rüber, weil ich brauche diesen Übergang zwischen den einen Hauer und den anderen Hauer. So ist besser. Zähne. Jetzt machen wir dann blau wieder. Und ist es wieder blau. Und alles, was wir eben nicht haben wollen, das malen wir uns eben wieder über. Das ist jetzt ein Hin und Her und hin und her mit der Tusche und den Farben. Aber nur so kriegen wir auch richtig den Style hin, den wir wollen. Die Spitze von den Hauern. Genau. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. So, jetzt war noch den Diamanten da oben. Was auch immer das sein soll. Den machen wir in Rot. Und zwar ein leuchtendes Orangenes. Dann natürlich wieder mit dem Blau das Ganze in Form bringen. Super. Gut. Leute, ich glaube, wir sind fertig.
Okay, dann kommt jetzt noch das Schwert dran. Das mache ich meistens immer mit dem gleichen Material, mit dem ich das drucke. Eben mit Resin. Und dann machen wir den. So. Ja. Da blättert er mir ab. Hoppala. Resin hier fest. Jetzt habe ich da hinten, ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist mir da jetzt Farbe hingekommen an den Fuß. Aber das ist kein Problem. Das holen wir uns wieder raus. Noch hier die Zehchen. Gut. Okay. Dann machen wir den jetzt ab. Zweimal. Ich habe für dieses Modell das Base schon mal vorbereitet gehabt. Also so ein einfaches Steinbase, wo so ein paar Schädel drauf sind. Und da platzieren wir uns den jetzt auch drauf mit Resin, weil das dann einfach besser hält. Einmal. Zweimal. Den setzen wir uns jetzt hier so drauf und härten das mit dem Resin aus. Okay. Gut. Somit wären wir mit dem Oni wären wir fertig. Ich hoffe, der macht jetzt hier. Ja. Sind wir fertig? Haben jetzt wieder gute fast 4 Stunden daran gearbeitet. Ja, ist nicht schlecht geworden. Mir gefällt er sehr, sehr gut. Ich hoffe, dem Kunden auch. Ich rufe den an, der wollte sie heute noch vorbeikommen eventuell und das Modell abholen. Und das war's eigentlich. Ihr habt gesehen, dass ich heute andere Techniken hergenommen habe als sonst. Thema Haut bemalen, sehr flüssig, damit der Farbübergang ist. Auch bei den Flammen, normalerweise fängt man an, unten orange zu bemalen und geht dann langsam hoch. Ich habe das mehr ineinander fließen lassen, weil ich die Farben sehr flüssig hatte. Habe dann auch eben so versucht, einen leichten Lichteffekt zu bekommen, indem ich das helle Gelb sehr dünn angerührt habe und dann eben auch auf den Arm und auf der Schulter ein bisschen aufgetragen habe, dass das den Lichtschein etwas simuliert.
Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Morgen kommt dann das nächste Modell dran. Da habe ich einen Krieger, den ich untot machen soll. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen Schluss. Die Hitze kommt langsam hier auch ins Atelier hinein. Und wir sehen uns dann hoffentlich dann morgen, gell? Also bleibt gesund, viel Spaß und raus in die Sonne und ein bisschen relaxen, gell? Ich wünsche euch was. Salut, Servus.